Hallo Community, da sind wir wieder, der Julian, der Micha vom Trader Online Video Channel. Dennis ist noch in Urlaub, aber nächste Woche wieder mit dabei. Ja, ne, erstmal kurz vielen Dank für die vielen Likes und positiven Kommentare. Die Dual Decks Method vs. Goblins wurden von euch gut aufgenommen, wie wir gemerkt haben. Ne, viele freuen sich mal so alte Tribes wieder zu spielen. Aber es kommen noch viele krasse andere Sachen auf euch zu. In dieser Ausgabe wollen wir reden über hauptsächlich über From the Vault Transform. Fangen wir an. Viel Spaß bei den News. Genau. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, vorneweg erstmal der Gewinner des Ultimate Guard Sponsored Package der letzten News. Und zwar ist das Fenster 134. Herzlichen Glückwunsch, Fenster. Ne? Und auch zu dieser Ausgabe gibt es wieder eine Ultimate Guard Sponsored Package Verlosung. Da nehmt ihr teil, wenn ihr das, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr das Video liked und einen Kommentar abgebt. Es gibt die allseits bekannte coole Hipster Bag. Und dann haben wir aber jetzt mal richtig mega cool ein Flex Folio Xenoskin Nine Pocket Binder, der auch richtig edel daherkommt. Langer und, Name. Und zweimal Wix Supreme Sleeves. Ne? Also entsprechend macht damit, lasst ein Like da, gebt ein Abo und einen Kommentar, dann seid ihr in der Verlosung mit dabei. Gut, kommen wir zu den Kommentaren. Nimor fragt, wann werden die neuen Termine für die Trader Liga 2018 bekannt gegeben? Für die, die es noch nicht so verfolgt haben, wir machen ja in Dülmen, Nordrhein-Westfalen. Da wird der nächste Termin am 10. Dezember. Ankündigung geht jetzt online. Machen wir da Deutschlands größte monatliche Magic-Veranstaltung. Und die Termine für 2018, die werden wir sehr voraussichtlich in der dritten Novemberwoche im Zuge der Ankündigung des Dezember-Turniers dieses Jahres bekannt geben. Termine mussten wir ein bisschen gucken, weil wir auch abwarten mussten, welche anderen offiziellen Termine stattfinden, dass wir da nicht kollidieren. Aber das haben wir eigentlich jetzt soweit klar. Das heißt, dann könnt ihr da unten in der Tabelle schauen und eure Jahresurlaubsplanung alle vornehmen, dass alles passt. Gut. C. Hof fragt, wie stark ist Iconic Masters limitiert und wird es ein Bundle geben? Iconic Masters ist ja Release jetzt am 17. November, wurde als mega limitiert angekündigt. So von wegen, wir geben gar nicht bekannt, wie viele Boxen es überhaupt geben wird. Ja, faktisch ist es so, dass man doch etwas mehr an die Boxen rankommt als zuerst gedacht. Das heißt, der Preis ist momentan noch günstig bis moderat günstig, wird aber nicht so ewig bleiben, weil es ein Artikel ist, den man in der Regel auch seitens des Großhandels nicht weiter nachbestellen können wird. Das heißt, die Preise werden sich eigentlich auf Sicht so langsam nach und nach nach oben schubsen. Ist aber eine sehr spezielle Edition. Haben wir in den News 38 auch vorgestellt. Iconic Masters enthüllt. Schaut da ebenfalls nochmal nach. Da haben wir so die Top-Karten auch nochmal, sind wir drauf eingegangen, ja. Haben wir vorgestellt. Ne? Und ein Bundle dazu wird es nicht geben. Bundles gibt es ja immer nur zu den regulären Magic-Serien, wie zum Beispiel jetzt zu Ixalan. Ne? Entsprechend zu den Hauptserien. Okay. Gut. Rudi AK hätte über die Showdown, hätte die Info über die Showdown Booster gerne früher gehabt. Ja, wir geben euch die Infos natürlich auch immer so schnell wie es geht. In den letzten News hatten wir ja gesagt, dass das Draften jetzt aktuell belohnt wird mit Showdown Boostern. Ja. Fragt da jedenfalls cool. Nochmal in den Stores nach, ob die vielleicht auch bereit sind, einen extra Draft zu machen, damit ihr es auch schafft, sechsmal bis Ende Dezember da zu draften. Es darf auch ein Casual Draft sein, das heißt, es müssen nicht unbedingt 8 Leute teilnehmen, aber es muss halt als Draft reported werden in dem Laden. Weitere Infos in den letzten News, schaut da jedenfalls nochmal rein. Gut, okay. Ja, dann zu uns. Ne? Was ist über die Woche passiert? Ja, ne? Ja. Wir haben uns duelliert. Game 1 Merfolk vs. Goblins ist online. Es wird definitiv ja noch ein weiteres Duell geben. Ne? Immer an Wochenenden passiert da was, weil wir müssen ja auch 2 Siege spielen. Ne? Wollen nicht zu viel verraten, aber wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt da rein. Da ist auch wieder eine Verlosung mit dabei. Ne? Entsprechend lohnt es sich da so gesehen teilzunehmen. Das ja. Ist auf jeden Fall cool. Genau. Ne? Und dann gab es noch ein Deck of the Day. Da hat Daniel nochmal sein Legacy-Deck vorgestellt. Gut, jetzt kommen wir aber zu den News. Genau. Und zwar gibt es da was Spannendes. Es gibt in Amerika ist der 24. November wohl ein großes Thema. Bei uns in Deutschland nicht so, aber es gibt eine weltweite Ixalan-Aktion und zwar die Ixalan-Schatztruhen-Booster. Die hier so, ne? Die sind limitiert und
ab dem 24.11. gibt es die in VPN-Stores, die an diesem Programm mitmachen, wenn ihr ein Display im Laden kauft. Also es gilt nicht für Online-Käufe. Wenn ihr bei uns zum Beispiel im Trading Card Superstore vorbeikommt, da ein Display entsprechend kauft, dann bekommt ihr die Dinger, solange der Vorrat reicht. Und das ist nochmal krasser als die Xalan-Show oder Booster, denn da haben die richtig was reingehauen. Wir blenden hier mal so ein paar Grafiken dazu ein. Ich erzähle währenddessen mal ein bisschen was. 9 Karten sind total enthalten. Und zwar immer ein exklusives Land mit der Transformieren-Mechanik und alternativer Illustration aus Xalan. Und da haben wir ja auch richtig teure Länder mit dabei. Und sie sind entsprechend ja auch nochmal mit einem Exclusive Artwork mit dabei. Dann haben wir 2 Premium-Karten zufälliger Seltenheit aus einem derzeitigen Standard-Set. Das kann dann Common, Uncommon, Rare oder sogar Mythic Rare sein. Aber es ist praktisch das doppelte Kontingent, was man sonst in so einem Showdown-Booster drin hat. Denn es sind auch 2 Premium-Standard-Länder mit Illustrationen von Rebecca Guay enthalten. Und sogar 4 seltene oder sagenhaft seltene Karten aus einem derzeit im Standard zugelassenen Set. Also mega krass. Also du kriegst so gesehen definitiv mindestens 5 Rare-Karten. Oder aber sogar in der Mischung kann es auch Mythic Rare sein. Ist da definitiv drin 2 voll Basic Lands und nochmal 2 Vollkarten, die auch, wenn du Glück hast, nochmal irgendwie Rare oder sogar Mythic Rare sein können. Also es ist ein absoluter Kracher. Ja. Gab es in der Form noch nie. Da sieht man auch, wie Magic den Weg weitergeht, dass sie sagen, wir wollen den lokalen Game Store auch stärken, dass sie also wirklich auch sagt, okay, ich gehe in den Store, ich bin im Store, ich supporte den Store, kaufe meine Box da und dann gibt es solche coolen Gimmicks. Also lasst euch das jedenfalls nicht entgehen. Ist auf jeden Fall nochmal ein Anreiz zu sagen, ich möchte vielleicht doch nochmal ein Xalan Booster Display unter den Weihnachtsbaum legen. Gilt aber nur für Xalan ab dem 24. November. Fragt nach den Schatztruhen. Okay. Ja, dann nächstes Thema ist der Iconic Masters Release, jetzt am Freitag, den 17. Ja. Wir haben es, wie gesagt, schon in den News 38 enthüllt vorgestellt, machen dazu natürlich nochmal ein Unboxing, ne? Werden es bei uns im Trading Card Superstore auch draften, ist ja eine Draft-Edition, ja. Kommt leider nur englischsprachig raus, aber es ist ein bisschen ein Nischenprodukt, aber ihr kriegt unglaublich starke Kreaturen, unglaublich starke Uncommons, auch Commons dabei, also lasst euch nicht nur von den Rares irritieren, dass du sagst, oh, wie geldträchtig oder wie wertvoll ist denn jetzt die einzelne Rare-Karte, denn gerade irgendwie, es geht um die Spielbarkeit, um den Power-Level, auch der Commons, Uncommons in den Boostern haben die richtig was Dickes reingepackt, aber wie gesagt, schaut euch die News nochmal an und wir machen auch nochmal ein Unboxing dazu. Ja, gut. Cool. So, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Am 24.11. erscheinen Entdecker von Xalan, haben wir auch in den News schon vorgestellt, aber noch nicht vorgestellt haben wir From the Vault Transform. From the Vault, was ist das? From the Vault ist immer so eine limitierte Box in absoluter Kleinstauflage, also wirklich, dass ein Laden da je nach Level wirklich nur irgendwie 5 Boxen, 10 Boxen, höchstens 15 Boxen von bekommt, also wirklich sehr, sehr schmal. Das ist auch der Grund, weswegen Trader da keinen Vorverkauf zu machen. Wir sagen, das ist einfach, wir machen praktisch irgendwie kurz vor Release, vor dem 24. Werden wir sagen, okay, jetzt ist es online, jetzt können die, die bestellen wollen, zuschlagen und dann wird es auch relativ schnell wieder offline sein. Wir kündigen natürlich dann über Facebook und so geben wir entsprechend Bescheid. Ne? Aber seid da einfach entsprechend mit dabei oder folgt uns auf Facebook, dann kriegt ihr die Informationen entsprechend auch mit. Aber ein Pre-Sale mit langem Vorlauf wird es nicht geben, dafür ist die Stückzahl einfach zu limitiert. Ja. From the Vault Boxen kommen einmal im Jahr raus und sind immer so eine Auflage mit einem Hauptthema. Diesmal ist das Thema Transform, also Karten, die sich transformieren. Ja. Alle in Foil und oftmals mit neuem Artwork. Ist halt so eine Sammleredition, also diesmal sind 15 Karten enthalten. Auch richtig coole Sachen, auf die wir gleich mal eingehen wollen. Und die sind halt alle Foil und natürlich ist es auch cool, wenn man sagt, okay, ich möchte mir 15 tolle Rare-Karten holen oder so, dann kann man ja den Boxenpreis einfach mal durch die 15 teilen, dann weißt du, was bezahle ich denn pro Karte. Denn so als Highlight-Karte haben wir da mit neuem Artwork sehr, sehr schön, auch Turnierkarte ist der Huntmaster of the Fells ist mit dabei. Ne? Dann haben wir den Garruk Relentless, also die Planeswalker sind mit dabei. Cool. Wir haben aber auch ein richtig, ja, mit voll Artwork, ne? Delver of Secrets. Ja, wir springen die nochmal so durch, erklären jetzt nicht alle Karten, das machen wir nochmal. Wir machen noch ein Unboxing dazu, da gehen wir nochmal ganz genau auf die Karten ein. Hier stellen wir euch nochmal kurz den Inhalt vor. Archangel Avacyn, alles schön in Foil, ne? Arguels Bloodfast, da sehen wir auch, wir haben auch aktuelle Xalan-Karten mit dabei. Alincourt, Lieblingskarte von mir mit Bloodline Keeper, richtig cooler Transform-Vampire.
Dann Gisela, The Broken Blade. Bruna, The Fading Light. Ja. Und jetzt kommen hier Chandra, Fire of Kaladesh. Elbrus, The Binding Blade ist auch eine richtig, richtig coole Karte. Eine Money Rare Karte oder eine Money Mythic Rare ist Jace, Vryn's Prodigy. Ja, der blaue Jace hat ja vorher wirklich allein diese Karte, hat Einzelkartenpreise zwischenzeitlich bis zu 50 Euro erreicht. Kiteon, Held of Akros, wenn er geflippt ist, wird er zum Gideon. Liliana, Heretical Healer und Nissa Westwoods hier. Das heißt, wir haben also die ganze Planeswalker Company haben wir dabei. Ne, richtig, also dir gefällt es, wie ich merke. Ne? Ja. Du hast schon gesagt, du möchtest auch drauf sparen und zu sagen, da kannst du ein bisschen Taschengeld an die Seite legen, ja, um dir die Box zu holen. Ne? Ich finde, also man sollte da auch wirklich, also das ist halt eine Sammleredition. Wie gesagt, es ist so limitiert. Insofern ist es natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr da sagt, wir haben einen Magic-Freund, den wir da beschenken möchten. Aber halt, wie gesagt, kein Preset von unserer Seite, weil es einfach so sehr, sehr knapp ist. Wird auch ein bisschen was kosten, die Box, aber der Inhalt entsprechend ist ja auch sehr, sehr schön. Und wir machen nochmal ein Unboxing zum Release zum 24.11. Gibt es okay. denn jetzt schon einen Preis? Ja, im Internet gibt es natürlich irgendwelche Preise, die so ein bisschen hin und her schwackeln, aber wir legen uns da noch nicht fest. Einfach, wir warten, bis der Preis sich so gesehen gesetzt hat und dann geht's. Wie gesagt, am 24.11. ist der Release, am 22. oder 23.11. wird man die Box bestellen können und dann erst wird abgerechnet. Na, gucken wir mal. Ah. So, was kommt von uns zum Wochenende? Ja, ne, wir machen ein Unboxing Iconic Masters. Ja. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Mal gucken, was drin ist, was wir da. Vielleicht ziehen wir auch eine richtige Bombe. Ne? Also man könnte ja irgendwie das richtige Mana Drain ist ja zum Beispiel mit dabei. Vielleicht ziehen wir irgendwas ich richtig Cooles. Schon, ich werde die erste Mystic öffnen. Ja, ne? Ja und, dann haben wir, und dann haben wir natürlich am Wochenende das zweite Duell Video Merfolk vs. Goblins Game 2. Ja, ne? Game da, zwei da schenken wir uns ja nichts. Da geht es richtig um die Wurst. Ne, und da wird auch wieder eine Verlosung am Start sein. Also es kommt entsprechend, wenn ihr hier dabei bleibt, gibt es auch viel zu gewinnen. Ja, aber dann sind wir eigentlich auch schon raus. Ne? Also ja. Wenn euch From the World Transform interessiert, genau wie Explorers und Inks, dann schaut mal ein bisschen in die alten News rein, wo wir die Sachen auch nochmal vorstellen, nur wir können es dann nicht immer wiederholen. Also insofern gehen wir dann mit den aktuellen Themen immer weiter. Ne, von uns noch der Aufruf, abonniert den Kanal, liked die Videos, informiert Freunde, dass wir hier stetig wachsen. Ne, wir merken ja auch schon, die Videos gefallen euch und sehr viele positive Kommentare. Die, ja. Die Abonnentenzahl steigt stetig an, freut uns sehr. Ne, und da denke ich mal, sind wir alle auf einem guten Weg. Du kriegst ja auch schon Fans. Ne? Ja. So nach und nach. Also freut es auch. Alles ist cool. Ja, ist auch gut. Finde ich richtig cool. Okay, nochmal vielen Dank von uns ja. Und sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.